Liebe Polheim TV-Zuschauer, wir hatten ja schon über das Handball-Jugendcamp berichtet. Hinter mir sehen Sie unschwer, ist das Fußball-Jugendcamp. Und neben mir ist der Herr Klütsch. Und genau. Er ist vom Vorstand des PSC, also Fußballvorstand. Und der erzählt uns jetzt mal erstens, wie viele Kinder sind hier? Es sind ein paar mehr als beim Handball. Und das sind FC-Trainer. Genau. Wie man darauf kommt und was es kostet. Fangen wir mal vorne an. Wie kommen Sie auf den FC, den zu engagieren, in Polheim ein Camp zu machen? Der erste FC Köln hat vor 2 Jahren erste FC Köln Fußballschule ins Leben gerufen. Erste FC Köln Heinz Flohe nennt die sich. Und die haben hier eins ihrer ersten Camps mitgehabt. Was haben wir 2015? In 2013. Die sind jetzt das 4. Mal hier. Und Wir sind jetzt aktuell 35 Kinder, im Herbst sind es dann schon mal ein paar mehr. Das kostet pro Kind 159 Euro. Was ist denn alles drin? Das Camp geht halt über die 4 Tage, das geht morgens um 9:30 los und endet um 15.30 Uhr. Die Kinder haben Mittagessen, die bekommen ein Trikot, die bekommen einen Ball, eine Trinkflasche. Und natürlich professionelle Anleitung von den Trainern. Das sind auch Trainer vom FC. Ja, wir sind auf den FC gekommen, weil hier aus unserer Region und alles, das ist halt der Hintergrund. Und ja, die sind nicht umsonst zum 4. Mal hier. Die Kinder haben auch einen riesen Spaß dabei. Und wir sind jetzt schon wieder dabei, das in den Herbstferien das Herbstcamp zu planen. Ah ja, das hört sich ja ganz gut an. Und kommen immer viele Kinder. Also diese 35 ist jetzt schon, kommt mir schon sehr viel vor. Ihr habt aber noch mehr in der Jugend, ne? Ja, also im Herbstcamp sind so, beim letzten Mal waren sogar 50 Kinder da. Ja, das ist, im Herbstcamp ist immer ein bisschen stärker, ein bisschen besser besucht als... Ist das denn auch hier draußen, Entschuldigung, oder in der Halle? Nee, das ist immer draußen. Das ist immer draußen. Herbst heißt in den Herbst. Oktober? In den Herbstferien. Ach so, ja, ja. In den Herbstferien, ja. In der ersten oder in der zweiten Woche der Herbstferien. Und wie viele FC-Trainer sind hier? Heute sind 3 Trainer hier. Wenn es mehr Kinder sind, dann kommen natürlich auch mehr Trainer. Ja, man sagt immer, pro 10 Kinder kommt dann 1 Trainer mehr. Ah ja, prima. Dann vielen Dank. Das ist der Tim Gremlitzer und der ist FC-Trainer. Das stimmt, ja. Was für ein Trainer? Der FC-Trainer denkt man, er ist immer an den von der Bundesliga, aber der FC hat anscheinend jede Menge Trainer. Hm? Das stimmt, ja. Wir haben unsere normalen FC-Trainer, die im Nachwuchsleistungszentrum natürlich arbeiten, aber seit 2 Jahren haben wir auch die Fußballschule und da sind dann auch noch weitere Trainer tätig. Wie viele Trainer habt ihr ungefähr so für die Jugend? Für die Jugend, klar, für unsere Mannschaften ganz normal, jeder einer. Und für die Fußballschule haben wir 35 Stück sind es ungefähr. Ja, hört sich ja gut an. Da ist an dem... Ach ja, aufsteigen können Sie gar nicht mehr. Wir sind ja oben, klar. Okay, und was ist Ihre Aufgabe hier? Hier, wir haben hier... So der Ablauf eines Tages. Können Sie den mal so ein bisschen Revue passieren lassen? Womit fängt es an? Mit Frühstück? Nee, das Frühstück machen wir noch zu Hause. Dann geht es zum Platz. Haben wir vormittags immer eine Einheit. Das ist immer verschieden. Wir haben verschiedene Themenschwerpunkte. Heute war das Thema, haben wir einen kleinen Wettbewerb, konnten die Kids Medaillen sammeln, Urkunden sammeln. Dann haben wir Mittagessen und nach dem Mittagessen geht's raus und dann wird gezockt. Da wird dann Punkte gesammelt, Titel gesammelt, damit die Kids ans Spielen kommen. Ah, ja. Und was gab's zum Mittag? Heute gab's, zum Abschluss gibt's immer was Besonderes. Heute gab's Burger mit Pommes, zum Abschluss immer noch so ein kleines Highlight für die Kids. Ja. Ah, hört sich ja lecker an. Und ich habe gesehen, 35 Kinder ungefähr. Und sind die in Altersklassen aufgeteilt? Ja, wir haben insgesamt 3 Gruppen hier. Die erste Gruppe ist 2008er, 2009er Jahrgang. Zweite Gruppe 2006er, 2007er. Und der älteste in der 3. Gruppe ist ungefähr um den 2001er Jahrgang. Und, was lernen die hier? Die können ja alle schon anscheinend so ein bisschen Fußball, können die schon. Oder sind ja auch welche bei, die noch nie einen Ball getreten haben? Ich glaube, wir haben hier alles. Also wir haben Kinder, die so mal reinschnuppern wollen, mal gucken, wie es so ist. Ja. Dann haben wir aber auch Kinder, die schon ein bisschen mehr drauf haben. Und ja, wir versuchen alle zu fördern, alle da anzupacken, wo sie Hilfe brauchen. So
sodass wir jeden ein Stück weiterbringen und ein bisschen was zeigen. Klar, man kann das nicht zu einem normalen Mannschaftstraining hier nicht gleichsetzen, aber man kann hier auch einiges mitnehmen und einiges lernen. Ja, das heißt, die Kinder, die spielen nicht nur einfach, sondern die lernen auch was fürs spätere Weiterkommen innerhalb des Vereins. Genau, wir haben das extra nach mehreren Themenschwerpunkten aufgeteilt. Wir haben montags oder am ersten Tag haben wir das Thema Ballkontrolle, zweiter Tag ist Dribbling finden, dritter Tag Passspiel, sodass wir immer verschiedene Schwerpunkte haben und dass wir nicht wahllos trainieren, sondern da schon gezielt was schulen wollen. Die Frage hört sich vielleicht blöd an, aber haben Sie hier schon mal einen gesehen, wo Sie dachten, der könnte was werden? Ja, so einen hat man immer mal wieder dabei. Klar, dass man, das ist nicht die Mehrzahl, die dabei ist, aber der ein oder andere. So einer reicht ja. Ich kann nur gerade sagen, einen reicht schon für uns, aber das ist nicht das Hauptziel bei uns. Also nee, aber grundsätzlich sehen Sie, wenn da einer ist, der hat Talent, der Kleine. Das sieht man schon, ja. Also da sind wir schon doch noch so gestuhlt, dass wir das sehen, sowas. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß für die restlichen Minuten. Ist ja nur eine halbe Stunde. Und vielen Dank. Dankeschön. Ja, kommt doch, sag ein bisschen wie Sie. Zusammen ein bisschen mehr tun, dann schafft ihr das. Ne? Zusammen was tun, dann schafft ihr das. Fußball ist ein Mannschaftssport, ne? Neben mir sitzt die Celine. Ja. Und die spielt auch Fußball. Und die ist nicht müde, weil wir hier sitzen. Ich war müde. Und da haben wir gesagt, komm, wir setzen uns ein bisschen hin. Celine, hast du das? Du bist jetzt hier in dem Camp. Ja. Wie findest du das? Also ich finde es cool, weil man hier kann sehr viel lernen. Also ich kann es nur wärmstens empfehlen, weil in einem Tag lernt man das, was man eigentlich in einer Woche lernt. Ach, normalerweise im Verein? Ja, also eigentlich lernt man, ich bin einmal die Woche im Verein. Ja. Hier im Pullheimer SC. Und da bin ich halt in der C-Jugend, weil die D-Jugend, die ist nicht ganz fertig. Also die gibt's nicht für die Mädchen. Deswegen muss ich in der C spielen. Aber das ist eigentlich gar nicht schlimm. Ja, klar. Ist ja besser, ne? Ja. Da gewinnt er immer, oder? Also, ja, ich bin einer der Jüngeren, ne? Also alle sind schon 14, 15. Ach so. Ja, aber das ist eigentlich gar nicht schlimm, weil man muss mich ja eingewöhnen und das... Ja, ist ja gut, hat nur Vorteile. Also, das Camp gefällt dir schon mal. Hast du schon mal mitgemacht? Nein, das ist mein erstes Mal hier. Und hier sind ja auch viele Kleine, ne? Ja. Die Kleinen lernen ja auch was. Es lernen ja nicht nur die Großen, ne? Ja, also es gibt drei verschiedene Gruppen. Einer für die Großen, einer für die Mittleren und einer für die Kleinen. Und die Kleinen, die lernen halt immer, also wir haben ja drei Trainer und der Tim, der ist für die ganz Kleinen zuständig, der Tarek für die ganz Großen und der Letzte weiß ich nicht, wie der heißt. Ja, der ist für die Mittleren zuständig, ja, genau. Und jetzt mal, wie war das Essen? Also, das ist immer unterschiedlich. Also, der erste Tag als Spaghetti, das war sehr lecker. Aber jetzt wollen wir über Fußball reden. Ja. Du bist Fußballerin. Ja. Und du willst auch Fußballerin bleiben oder sogar am Ende in der Nationalmannschaft spielen, Bundesliga und sowas? Also, ich habe es mir noch nicht richtig überlegt, weil ich habe... Ja, bist du denn gut genug? Findest du bist gut genug? Also, meine Eltern sagen das, aber ich... finde so mittel. Ja, aber du findest dich mittel? Ja, also es gibt bessere als mich, sagen wir mal so. Gut, die gibt's immer. Ja. Aber es kommt ja auch auf den Ehrgeiz an. Man muss nicht nur gut Fußball spielen können, man muss auch den Willen haben, in der Bundesliga zu spielen. Ich hatte den auch nicht. Ich möchte halt sehr viel spielen. Also spielen ist sowas wie ein Leben für mich. Fußball. Ja, ohne dieses Fußball, dann wäre ich... Das ist langweilig. Ja, richtig langweilig. Ja. Und er spielt ja auch gegen Jungs, ne? Oft. Ja, also häufiger. Ja. Und spielst du gerne gegen Jungs? Ja, weil das ist ja auch mal abwechselnd, weil nur Mädchen gegen Mädchen, das ist ja langweilig. Ja, das Leben ist überhaupt anscheinend ziemlich langweilig, aber... Du, wenn du Karriere machst, dann wird es nicht mehr langweilig, dann geht's ab. Puff! Ja, genau. Dann bist du in der Bundesliga. Vielleicht sehen wir uns ja dann im Fernsehen in der Nationalmannschaft wieder. Ja. Ey, du hast ja eine furchtbare Verletzung. Ach ja, das ist vom Skaten, weil ich habe so Rollen an den, hier an den Sohlen gehabt und da bin ich hingefallen beim ersten Versuch. Tja, also, das kommt davon, wenn man was anders macht als Fußball spielen, ne? Skaten. Ja, aber man soll ja nicht
nur eins machen, sondern man soll ja auch mehrere Sachen machen. Ja. Liebe Celine, ich danke dir. Ja. Und ich wünsche dir noch viel Spaß hier. Ja. Tschüss. Tschüss. Super Parade! Super Niklas! Muss ich zugeben, weil ich gut in der Tisch komme.